Ein Satellit mit einer verhängnisvollen Fehlfunktion. Atomwaffen, die die ganze Welt vernichten. Und nur einer kann die Katastrophe aufhalten. 1983, als die Welt am Abgrund steht. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopp. Liebe Zuschauer, willkommen. Viele haben ihn hautnah miterlebt, den Kalten Krieg. Und manche als Soldaten in den beiden deutschen Staaten. Im Konfliktfall hätten sie ganz sicher aufeinander schießen müssen. Auf dem Schlachtfeld Deutschland. Eine nukleare Wüste wäre es geworden. Dass der Kalte Krieg mitunter heiß zu werden drohte, hätten uns Politiker und Militärs am liebsten ganz verschwiegen. Einen solchen Augenblick gab es im Herbst des Jahres 83. Beide Supermächte standen hochgerüstet gegenüber mit Zehntausenden Atomraketen und gewaltigen Manövern. Da auf einmal auf dem Radar der Sowjets US-Raketen die Gefahr des Dritten Weltkriegs. Was sich dann abspielte, das war spannender als jeder Krimi. Für die Detektive der Geschichte ist Andreas Orth der Sache auf den Grund gegangen. Himmelpfort, nördlich von Berlin, 1983, noch DDR. Alarm in einer versteckten sowjetischen Bunkeranlage. Jagdbomber werden startklar gemacht und mit Atombomben beladen. Der Kalte Krieg steht kurz davor, ein dritter Weltkrieg zu werden. ...1983 genießen die Deutschen in West und Ost den ungewöhnlich warmen Spätsommer. Niemand ahnt, dass die Welt in diesem Jahr so nah am Abgrund steht wie nie zuvor in der Ära der Supermächte. Auch im Westen gibt es geheime Atomstellungen. Eine liegt bei Engstingen auf der Schwäbischen Alb. Unter der Hand hat man immer gesagt, da sind Atomsprengköpfe drin. Man hat es aber nie gewusst. Aber unter der Hand wurde das gehandelt. Sowjetische SS-20. Eine der gefährlichsten Raketentypen der 80er Jahre. Die Vorwarnzeit bei einem Angriff hätte nur wenige Minuten betragen. 1983 war das Jahr, als das Leben wirklich in Gefahr war. Es war das gefährlichste Jahr des Kalten Krieges, nicht nur wegen Able Archer. Es gab eine ganze Reihe von brisanten Vorfällen, den Abschuss des koreanischen Jumbos, den Fehlalarm des Satelliten, der einen US-Atomangriff meldete. Es war ungeheuer viel los. Die erste beinahe Katastrophe hat ihren Ursprung hoch über dem US-Bundesstaat Montana. Ein sowjetischer Spionagesatellit beobachtet amerikanische Raketensilos. Routine im Kalten Krieg. Nur nicht an diesem Tag. Die neuen Infrarotsensoren des Kosmos-Satelliten melden den Startblitz einer US-Atomrakete. Der Countdown für den Weltuntergang. Binnen Sekunden erreicht die Meldung des Satelliten das geheime Raketenzentrum Serpukhov bei Moskau. Jetzt trennen die Menschheit nur noch wenige Minuten vom nuklearen Schlagabtausch. Das war kurz vor der Panik. Meine Soldaten sprangen von ihren Sitzen auf. Der Computer meldet US-Atomrakete im Anflug auf die UdSSR. Oberst Petrov hat klare Befehle. Ich war etwas unter Schock. Auch die anderen Offiziere waren sehr aufgeregt. Und alle drehten den Kopf in meine Richtung. Hat das Frühwarnsystem recht? Moskaus Raketen müssen innerhalb von 30 Minuten abgefeuert werden, sonst kann sie ein feindlicher Erstschlag treffen. Unter den ersten Zielen eines sowjetischen Gegenangriffs sind viele Orte in Deutschland. US-Raketenstellungen, Depots und Kommandoanlagen für den Atomkrieg. Mehr als 100 solcher Ziele gibt es 1983 in der Bundesrepublik.
Vom bayerischen Alpenvorland im Süden bei Leda am Lech, wo US-Atomgranaten für westdeutsche Geschütze lagern, bis hoch hinauf in den Norden. Nahe des heutigen Promi-Treffs Sansibar auf Sylt steht 1983 ein Sendemast, der im Ernstfall US-Raketen-U-Booten den Weg weisen soll. Ich habe Phasen erlebt in dieser Situation, von denen ich sagen kann, ich möchte sie nicht noch einmal erleben. Warum? Weil ich glaube, dass die nervliche Belastung aller und auch die Dinge, wie sie entwickelt haben, zwar immer wieder unter Kontrolle behalten wurden und man hatte immer wieder die Möglichkeit zu sagen, wir können vermeiden, dass das irgendwie in falsche Richtung eskaliert und so weiter. Aber ich bin schon der Meinung, dass im Bereich menschlicher Entscheidungen Imponderabilien oder bestimmte Entscheidungsfehler passieren können, die man nicht voraussehen kann. Und dieses Risiko möchte ich nicht ein zweites Mal eingehen. Einer dieser Momente mit kaum kalkulierbarem Risiko ist der 23. September 1983, ein Freitag. Während die Deutschen ihren Feierabend genießen, läuft den Raketensoldaten bei Moskau die Zeit davon. Sollen sie den nuklearen Gegenschlag einleiten? Plötzlich meldet der Kosmos-Satellit hoch über Montana den Start einer weiteren US-Rakete. In einem solchen Fall sollte eigentlich der Computer die Regie übernehmen. So war das vorgesehen in unserer Ausbildung. Und so lauteten auch unsere Befehle. Man hat mehr auf Maschinen vertraut als auf das Urteil von Menschen. Die Sprengköpfe einer einzigen Rakete können 5 Großstädte auslöschen. Mehr als 10.000 Raketen sind einsatzbereit im Sommer 1983, zu Lande und zu Wasser. Die nördliche Hemisphäre würde einen Atomkrieg nicht überleben. Beide Supermächte waren im Alarmzustand. Sie hatten sich die Pistole an die Schläfe gesetzt. Die Raketen standen nur noch Minuten vor dem Start. Die Lage ist auch deshalb so brisant, weil die sowjetische Führung an Gefahren glaubt, die es so gar nicht gibt. Im Kreml kursieren verhängnisvolle Fehleinschätzungen, die unter anderem auf eine bis heute weithin unbekannte amerikanische Provokation zurückzuführen sind. Im Spätsommer 1981 dringt eine NATO-Armada mit 83 Kriegsschiffen ins Nordmeer vor. Für die sowjetische Marine ist der Verband unsichtbar. Neue, in den USA entwickelte elektronische Gegenmaßnahmen verhindern eine Ortung der Schiffe und Flugzeuge durch Radar. Ein unsichtbarer Feind. Albtraum aller Militärs. Der Vorstoß ins Polarmeer zielt auf die verwundbarste Stelle in der Nuklearstrategie des Gegners. Die Basen der sowjetischen Raketen-U-Boote bei Murmansk. Diese U-Boot-Typen mit bis zu 160 Metern Länge sind für beide Seiten eine Art Rückversicherung für den Ernstfall. Wenn ein Erstschlag des Gegners die eigenen landgestützten Raketen außer Gefecht setzt, sichern die U-Boote die sogenannte Zweitschlagsfähigkeit, die Möglichkeit einer vernichtenden nuklearen Vergeltung. Erst als der NATO-Verband schon in Angriffsreichweite ist, wird er vom sowjetischen Radar geortet. Das Katz-und-Maus-Spiel im hohen Norden geht in den kommenden Monaten weiter. Auch mit U-Booten der Bundesmarine. Flugzeugträger der US-Atlantikflotte operieren monatelang in norwegischen Gewässern. Ihre Jets trainieren offenbar Angriffe auf Murmansk und werden vom Gegner argwöhnisch beobachtet. Aus amerikanischer Sicht in der Ära Reagan
sind das nur Muskelspiele, die den Gegner verunsichern sollen. Doch die sowjetische Admiralität interpretiert die US-Manöver anders, als eindeutige Kriegsvorbereitung. Das militärische Pokerspiel droht zu eskalieren. Die alten Männer im Kreml scheinen an zunehmender Paranoia zu leiden und die Geheimdienste des Westens bekommen davon nichts mit. Auch der Kreml-Chef Juri Andropow glaubt an einen bevorstehenden Angriff der Amerikaner und erteilt den Befehl für das Unternehmen RIAN, das russische Kürzel für Warnung vor einem Atomangriff. Die Operation RIAN sollte uns frühzeitig vor einem Angriff warnen. Sollte das nicht gelingen, wäre es zu spät. Das Problem war, dass die USA sich das Recht vorbehielten, als erste Atomwaffen einzusetzen. Und sie unterstrichen damals öffentlich, dass das für sie auch eine reale Möglichkeit war. Der KGB sammelt weltweit Indizien. Werden Blutkonserven bereitgestellt? Brennt nachts in NATO-Büros noch Licht? Der Ostdeutsche Geheimdienst, die HVA der Stasi, unterhielt ein ähnliches eigenes Frühwarnsystem. Unter dem deutschen Codewort Kernwaffenangriff. Es ist die exakte Übersetzung der russischen Abkürzung RIAN. Der Chef der Auslandsabteilung des KGB besucht Ost-Berlin. Er vereinbart mit dem Spionagechef der Stasi, General Markus Wolf, eine intensive Zusammenarbeit. Hier in der Berliner Normannenstraße wird für die Operation RIAN ein eigenes Lagezentrum eingerichtet. Es ist rund um die Uhr besetzt und soll alle Anzeichen für einen Angriff der NATO umgehend nach Moskau melden. In der gefährlichen Krise des Jahres 1983 wird dieses geheime Kommandozentrum eine wichtige Rolle spielen. Im Herbst 83 beginnt die in der Bundesrepublik heftig umstrittene Stationierung atomar bestückter Pershing-2-Raketen. Ich habe mir insofern Sorgen gemacht, als ich zeitweise geglaubt habe, dass wir durch unsere eigenen Waffen stärker bedroht sind als durch die Waffen des Gegners. Weil wir durch diese Stationierung dieser Waffen ja geradezu die atomare Gewalt des Gegners auf uns gezogen haben. Also es war kein Schutz, es war keine besondere günstige Situation, in der Nähe eines Atomwaffenlagers zu leben oder dort zu arbeiten. An solchen Wachtürmen sind die US-Atomwaffenlager in der Bundesrepublik eindeutig zu erkennen. Doch das wissen damals nur wenige. Nach dem Scheitern der letzten Abrüstungsverhandlungen rüstet der Westen nuklear auf und folgt damit dem sogenannten NATO-Doppelbeschluss. Die neue Pershing 2 wird vom Warschauer Pakt besonders gefürchtet, weil sie Moskau in wenigen Minuten erreichen kann. Noch mehr rüsten, um den Frieden zu sichern? Im Nachhinein kann ich Ihnen nur sagen, kommt man sich vor wie der Reiter über den Bodensee. Natürlich war das eine bedrückende Art, eine Strategie vorzubereiten, eine Strategie zu führen, an einer Strategie zu arbeiten. Was mich zum Beispiel bewogen hat, an dieser Strategie zu glauben, aber besonders daran zu glauben, dass wir sie aus dem Gefechtsfeld, als Gefechtsfeldwaffe eben rausnehmen müssen und zu dem machen muss, was sie ist, nämlich ein politisches Mittel und nicht die bessere Artillerie auf dem Gefechtsfeld. Da bekam es Sinn, denn der Erfolg wäre gewesen, dass der Krieg nicht führbar ist, ergo nicht stattfindet. Und das war es dann wert. Das NATO-Hauptquartier in Brüssel. Die Stasi hat hier ihren damals wichtigsten Agenten platziert. Rainer Rupp, Deckname Topaz. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer hat Zugang zur höchsten Geheimhaltungsstufe und beliefert jahrelang die Genossen in Ost-Berlin mit Top-Secret-Dokumenten der NATO. Topaz soll Stasi und KGB warnen, wenn ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Hier war der Versuch, mit nachrichtendienstlichen Methoden diesem mittlerweile fest erwarteten amerikanischen nuklearen Enthauptungsschlag im Ernstfall, wenn es soweit ist, zuvorzukommen.
Rainer Rupps Dokumente zeigen keine Hinweise auf konkrete Kriegsvorbereitungen der NATO. In Moskau aber führt das nicht zur Beruhigung, sondern nur zu Zweifeln am Wert des Top-Agenten der ostdeutschen Waffenbrüder. Eine Übung mit älteren Pershing-1-Raketen. Sie können von Deutschland aus nur Osteuropa erreichen und sind deshalb für die Sowjetunion eine kalkulierbare Gefahr. Ihre Nachfolger vom Typ Pershing 2 können Moskau treffen. Im Westen sieht man die Pershing 2 als Antwort auf die ähnlich leistungsfähigen sowjetischen SS-20. Im Kreml dagegen fügen sich die neuen Raketen ins Trugbild konkreter Kriegspläne des Klassenfeindes. Seit Anfang 1983 glauben sowjetische Militärs, Politiker und Geheimdienstler an die reale Gefahr eines Überraschungsangriffs der Amerikaner. Anfang März 1983 gewinnt Helmut Kohl seine erste Bundestagswahl. Auch deshalb, weil sein Vorgänger Helmut Schmidt den NATO-Doppelbeschluss in der SPD nicht durchsetzen kann. Zur Freude der Amerikaner führt Kohl den außen- und sicherheitspolitischen Kurs der Regierung Schmidt fort. Jubel auch bei den Grünen. Erstmals zieht die aus der Umwelt- und Friedensbewegung entstandene Partei in den Bundestag ein. Die Grünen und jetzt auch die SPD sind gegen die Stationierung neuer Raketen. Wenige Tage später die nächste Stufe der Eskalation. US-Präsident Ronald Reagan verkündet das sogenannte STI-Programm. Wäre es nicht besser, wir könnten Interkontinentalraketen vernichten, noch ehe sie unser Gebiet oder das unserer Verbündeten erreichten? Laserwaffen sollen sowjetische Atomraketen im Weltraum abschießen. Technisch zwar noch ferne Zukunftsmusik, doch für den Kreml eine ernste Gefahr. Wird das stabile Gleichgewicht des Schreckens durch Weltraumwaffen aufgehoben? In Deutschland ahnt man nichts von der panischen Stimmung im Kreml. Aerobic begeistert die Massen. Schlagzeilen machen ein Moselhochwasser und die angeblichen Tagebücher Adolf Hitlers. Ihr Urteil war übereinstimmend, dass dies die Handschrift Hitlers sei. Ostern 1983. 700.000 Menschen demonstrieren vor deutschen Atomwaffenlagern. Die Debatte um die sogenannte Nachrüstung spaltet das Land. Ohne es zu wissen, teilen viele Friedensbewegte die Befürchtungen der Herrscher im Kreml. Den Bewegungsleuten war durchaus klar, dass es zum Beispiel amerikanische Pläne gab, innerhalb von 48 oder 96 Stunden bis zu 140 Atomwaffen, taktische Atomwaffen auf bundesdeutschem Boden zum Stoppen sowjetischer Panzerarmeen in einem ganz engen Raum einzusetzen. April 1983, am anderen Ende der Welt. Drei amerikanische Flugzeugträger operieren im westlichen Pazifik. Sie trainieren, wie sich die wichtige sowjetische U-Boot-Basis auf der Halbinsel Kamtschatka isolieren und ausschalten lässt. Ja, es stimmt. Die Vereinigten Staaten haben damals mit dieser psychologischen und militärischen Operation die sowjetische Luftverteidigung getestet. Unsere Jets flogen Scheinangriffe über den Kurilen. Das war schon sehr provozierend. Und es war dazu gedacht, eine sowjetische Reaktion hervorzurufen. US-Piloten verleiten die sowjetische Flugabwehr dazu, die Radargeräte einzuschalten und damit den Standort ihrer Stellungen zu enthüllen. Die sowjetische Luftwaffe ist über Kamtschatka im Nachteil. Bei einem Gefecht mit US-Maschinen würde der Sprit nicht für den Rückflug reichen. Wieder Muskelspiele der Supermächte und wieder dürfen sich die Amerikaner als die Stärkeren fühlen.
1. September 1983. Ein koreanischer Jumbo kommt vom Kurs ab und gerät in das umkämpfte Luftgebiet über Kamtschatka. For one reason, the Soviets were on high alert. They were looking for unusual. Die Sowjets waren hochgradig alarmiert. Sie erwarteten wieder Ärger mit unserer Navy. Kurz zuvor hatten US-Maschinen, die von Flugzeugträgern gestartet waren, sowjetischen Luftraum verletzt. Das waren wieder diese psychologischen Spielchen. Unsere Jets waren direkt über sensible Militäranlagen auf einer der Kurileninseln geflogen, die zu Kamtschatka gehört. Die Sowjets waren natürlich wütend. Das hatten wir noch nie getan. Das war die nächste Provokation. Flug KAL-007 mit 269 Menschen an Bord erscheint auf dem sowjetischen Radar. Die diensthabenden Offiziere können den zivilen Jumbo nicht identifizieren. Außerdem kreist noch ein US-Aufklärer über dem Meer vor Kamtschatka und sorgt für Verwirrung. Ein Abfangjäger vom Typ SU-15 erhält den Befehl zum Abschuss des Jumbos. Es gibt keine Überlebenden. Der Kreml versucht zunächst, die wahre Ursache des Absturzes zu vertuschen. Doch US-Horchposten haben den sowjetischen Funkverkehr abgehört. US-Präsident Reagan präsentiert den Mitschnitt im US-Fernsehen. Auf diesem Band beschreibt der Pilot, der die Rakete abschoss, seine Suche nach dem, was er Ziel nennt. Er meldet, dass er es in Sicht hat, beschreibt die Blitzlichter an den Tragflächen, die Navigationslichter. Dann reduziert er seine Geschwindigkeit, um sich hinter den Jumbo zu setzen, und meldet die Entfernung. So etwas kann man nur ein Massaker nennen. Weltweit wird gegen den Abschuss von KAL 007 protestiert. Die sowjetische Generalität muss den Vorfall bestätigen, spricht aber von einem tragischen Irrtum. Den Angehörigen wird angeboten, zur Abschussstelle gebracht zu werden. Überreste der Opfer gibt es nicht. Die Explosion der sowjetischen Rakete hat nichts hinterlassen, nur Entsetzen. Ronald Reagan brandmarkt die Sowjetunion als Evil Empire, das Reich des Bösen. Zwischen den Supermächten scheint eine neue Eiszeit anzubrechen. In Deutschland gehen die Menschen bald wieder zur Tagesordnung über und genießen den Spätsommer 1983. Die Tragödie in Fernost ist bald wieder vergessen. Knapp drei Wochen später, 300 Kilometer über Montana. Am 23. September 1983 meldet ein brandneuer sowjetischer Aufklärungssatellit vom Typ Kosmos den Start einer amerikanischen Rakete. Ist das die Revanche für den Abschuss des koreanischen Jumbos? Im Kommandozentrum konnten sie nicht wissen, dass es falscher Alarm war. Im Westen ahnen weder Geheimdienste noch Regierungen, wie sich die Lage zuspitzt. Im Kommandozentrum Serpukhov bei Moskau. Die Befehle sind klar. Der Countdown für den Gegenschlag steht kurz bevor. Der Alarm heulte. Eine Rakete folgte der anderen. Und auf dem Bildschirm leuchtete das Wort Atomschlag. Oberstleutnant Petrov muss jetzt entscheiden. Die Zukunft von Millionen liegt in seinen Händen. Intuitiv hat er den richtigen Gedanken.
Würden die USA mit nur 5 Raketen angreifen? Unlogisch. Petrov stoppt den Alarm. Mein Kopf war wie ein Computer damals, in dem viele Informationen dafür sprachen, dass der Start tatsächlich stattfand. Aber als ich die Entscheidung traf, verließ ich mich nur auf mein Gefühl. Ein einzelner Mann rettet die Welt vor dem Atomkrieg. Aber von seinen Vorgesetzten wird er bestraft, weil er geltende Befehle ignoriert hat. Erst 1998 erfährt die Welt vom mutigen Alleingang des Stanislav Petrov. Für uns ist er ein Held, auch wenn er das für die sowjetische Armee nicht war. Es stellt sich bald heraus, dass der neue sowjetische Kosmos-Satellit, der die Typenbezeichnung Oka hatte, das bedeutet Auge, eine fehlerhafte Software hatte. Er verwechselte Sonnenstrahlen zwischen den Wolken mit dem Startblitz einer Rakete. Ein Programmierfehler, der beinahe zum Schlagabtausch der Supermächte führt. Die Bundesrepublik ist nur eine Art Juniorpartner im großen Poker der Supermächte. Sie verfügt über keine eigenen Kernwaffen, nur über Trägersysteme, die im Ernstfall mit US-Sprengköpfen bestückt werden sollen. Bei amerikanischen Atommanövern dürfen die Deutschen regelmäßig dabei sein. Nukleare Teilhabe nennen das die Politiker. Den Fall der Fälle allerdings halten in den 80er Jahren die meisten für undenkbar. Ein Angriff wäre Selbstmord, so heißt es. Die Logik der nuklearen Abschreckung scheint den Krieg wirksamer zu bannen als alle Anläufe der Entspannungspolitik. Auf ganz eigene Art sorgen manche Künstler für die Annäherung der Blöcke. Entschuldigen Sie. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin. Die Mehrheit der Deutschen im Westen hat sich arrangiert mit der Teilung des Landes. Dass im Osten schon die Endphase der DDR begonnen hat, erkennen nur die wenigsten. Der 22. Oktober 1983. US-Marines landen auf Grenada in der Karibik. Die linksgerichtete Inselregierung ist Washington ein Dorn im Auge. Auch von modernen sowjetischen Waffen ist die Rede. Die werden zwar nicht gefunden und strategisch ist die Insel völlig unbedeutend, doch aus Sicht des Kremls bestätigt die Invasion den vermeintlichen Kriegskurs der Amerikaner. 2 Tage zuvor waren 241 US-Soldaten bei einem Anschlag in Beirut ums Leben gekommen. Das US-Oberkommando ist schockiert und verfügt erhöhte Alarmbereitschaft. Niemand im Pentagon scheint daran zu denken, wie das auf die ohnehin schon nervöse Führung in Moskau wirkt. Der Herbst 1983 in Deutschland. Für die Winzer ist es ein guter Jahrgang. Grenada, Beirut und Kamtschatka sind fern und schnell wieder vergessen. Die Friedensbewegung demonstriert gegen die grundsätzliche Strategie der nuklearen Abschreckung. Die aktuelle konkrete Gefahr bleibt vor der Öffentlichkeit verborgen in den milden Herbstwochen des Jahres 1983. An mehr als 100 Orten in der Bundesrepublik lagern damals Atomwaffen. Insgesamt mehr als 4000 Sprengköpfe. Die meisten davon sollen im Ernstfall auf deutschem Boden zum Einsatz kommen. 15,5 Zentimeter
dicke Granaten konnten mit Atomsprengköpfen abgefeuert werden, auf eine Entfernung von 8, 10, 12, 15 Kilometer. Und dann gab es die 203 mm, auch eine Rohrgranate, die konnte 20 Kilometer geschossen werden. Kurzstreckenrakete ohne John, die bis in die 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre im Einsatz war, die konnte 30 Kilometer fliegen. Und dann gab es die Sergeant und später die Lance, die erreichte gerade mal 100, 120, 150 Kilometer. Das waren die Reichweiten, die wir im Heer mit unserer atomaren Munition erreichen konnten. Und übersah dabei, dass er mit dem Einsatz der ersten Nuklearwaffe die Kategorie des Krieges verändert und deshalb etwas tut, was nicht nur bessere Artillerie ist, sondern was praktisch einen Prozess einleiten kann, der das Ende der Menschheit sein könnte. Die nukleare Abschreckung kann nur funktionieren, wenn auf beiden Seiten Vernunft und Rationalität regieren. Die Paranoia des Jahres 1983, vor allem im Kreml, droht das gefährliche Gleichgewicht zu zerstören. Mit Folgen, die dann nicht mehr zu korrigieren wären. Ausgerechnet im Örtchen Himmelpfort, nördlich von Berlin, liegt eines der Atomwaffendepots in der DDR. Im Herbst 1983 wird das Lager um ein Haar zum Ausgangspunkt des ersten Atomangriffs seit Nagasaki. Ende Oktober 1983, vier Wochen nach dem Defekt des sowjetischen Satelliten. Für das alljährliche NATO-Herbstmanöver werden US-Kampfeinheiten nach Deutschland geflogen. Eigentlich Routine. Doch im Anschluss plant die NATO ein weiteres geheimes Manöver, das den zweiten hochgefährlichen Moment des Jahres 83 herbeiführen wird. Codename Able Archer, tüchtiger Schütze. Eine Generalstabsübung für die Freigabe von Atomwaffen im Falle eines sowjetischen Angriffs. Auch US-Präsident Ronald Reagan und andere Regierungschefs nehmen daran teil und begeben sich in ihre Kommandobunker. Der KGB interpretiert das als unmittelbare Kriegsvorbereitung der NATO. In Wirklichkeit schätzt Ronald Reagan die Gefahren eines Nuklearkrieges durchaus realistisch ein. Im Kino des Weißen Hauses hat er den Spielfilm The Day After gesehen, der das Ausmaß der Zerstörungen nach einem Atomkrieg aus Versehen schildert. Der Präsident und Gattin Nancy sind erschüttert. Reagan war Schauspieler. Er hat Karriere beim Spielfilm gemacht und sah im Medium Film eine gute Möglichkeit, Realität zu verstehen. Er schreibt in seinen Memoiren, der Film habe ihn sehr depressiv gemacht. Nur einmal in seinen Memoiren hat sich Präsident Ronald Reagan so deprimiert geäußert. Das reguläre NATO-Herbstmanöver trägt den Codenamen Reforger, Return Forces to Germany. Wie in jedem Jahr ramponieren US-Panzer und LKW westdeutsche Straßen. Die betroffenen Kommunen sind daran gewöhnt. In Deutschland eingemottete US-Panzer werden betankt und kampfbereit gemacht. Ein sogenanntes Mobilisierungsmanöver, wie es auch die Späher vom KGB gut kennen. Die anschließende Kommandoübung Able Archer dagegen ist diesmal ungewöhnlich. Und dem KGB wohl auch deshalb nicht geheuer. Was führen die Politiker und Generäle des Westens im Schilde, wenn sie plötzlich ihre Atombunker aufsuchen?
Das Szenario, das bei Able Archer geübt werden soll, sieht so aus. Sowjetische Truppen haben angegriffen und stehen fast am Rhein. Am dritten Tag muss entschieden werden, ob die NATO Atomwaffen zur Verteidigung einsetzen soll. Für ihre Atomwaffen haben die US-Streitkräfte ein eigenes Kommunikationssystem errichtet. Cemetery Network, zu Deutsch Nachrichtennetzfriedhof. Allein in Deutschland gibt es dafür mehr als 100 geheime Knotenpunkte. Aus Angst vor Terroristen und außer Kontrolle geratenen Offizieren sind alle Atomwaffen mit einer Art Zahlenschloss gesichert. Die Codes werden erst übermittelt, wenn der US-Präsident persönlich die Freigabe erteilt. Im Rahmen der Übung Able Archer werden im Herbst 1983 plötzlich die Codes aller NATO-Atomwaffen geändert. Die sowjetische Funkaufklärung bekommt das mit und meldet die Änderung nach Moskau. Der KGB ist aufgeschreckt. Genau so hat man sich die Vorbereitung eines Überraschungsangriffs vorgestellt. Ansonsten aber scheint es keine Anzeichen zu geben. In den Atomwaffenstandorten im Westen schieben die Truppen offenbar Routinedienst. Eine Täuschung? Stasi-Agent Topas, alias Rainer Rupp, wird alarmiert. Er soll im NATO-Hauptquartier dringend Ausschau halten nach Anzeichen, die für und gegen einen Angriff des Westens sprechen. Genau in diesen Wochen sind die ersten Pershing-2-Raketen in Deutschland eingetroffen, für deren Stationierung sich die Kanzler Helmut Schmidt und Helmut Kohl eingesetzt haben. Die ersten der neuen Atomraketen werden im Süden Deutschlands stationiert, in Mutlangen und bei Neu-Ulm. In wenigen Wochen sollen sie gefechtsbereit sein. In Moskau fasst der KGB die Indizien zusammen. Die geänderten Codes, die Invasion in Grenada, Pershing 2 in Deutschland und dazu noch die Regierungschefs der NATO in ihren Bunkern. Eine derartige Häufung von Warnsignalen. Kann das wirklich Zufall sein? Also im Rückblick weiß ich heute, dass es natürlich noch viel schlimmer war, als ich damals 1983 es persönlich in Brüssel im NATO-Hauptquartier gespürt, erlebt und analysiert hatte. Ich hatte damals, um mal deutlich zu sagen, überlegt, wo könnte ich unsere Kinder, wir hatten zwei kleine Kinder, wo könnte ich unsere Kinder in Sicherheit bringen, weil auch ich davon ausgegangen bin, das könnte jeden Moment könnten die Amerikaner so verrückt sein und hier tatsächlich einen Krieg anfangen, beziehungsweise dass wir in einen bewaffneten Konflikt, der von den Amerikanern provoziert worden ist, und die haben ja dauernd provoziert, hineinschlittern. Alle US-Einheiten weltweit werden in Alarmbereitschaft versetzt, als Reaktion auf den Terroranschlag in Beirut. Aus Sicht des KGB ein weiteres Anzeichen für einen drohenden Angriff. Nördlich von Berlin, im sowjetischen Atomwaffendepot Himmelpfort. Anfang November 1983 wird hier und auf dem nahegelegenen Fliegerhorst von Großdölln Alarm gegeben. Die Streitkräfte des Warschauer Paktes bereiten sich vor auf einen atomaren Gegenschlag. In Großdölln und auf mindestens zwei weiteren Flugfeldern in Polen und der DDR. Sowjetische Waffentechniker montieren scharfe Atombomben unter Suchoi-Jagdbomber. Zum ersten und einzigen Mal im gesamten Kalten Krieg. Luftwaffe und Raketenstreitkräfte des Warschauer Pakts sind jetzt bereit, innerhalb von Minuten zurückzuschlagen. November 1983. Zum Start der NATO-Übung Able Archer gehen geheime Meldungen von Moskau aus in die ganze Welt. Alle KGB-Agenten werden mobil gemacht, auch die in London. Oleg Gordievsky ist Sowjetagent in der englischen Hauptstadt. Was der KGB nicht weiß,
Gordievsky arbeitet auch für die Briten. Ein Doppelagent im Range eines KGB-Oberst. Die aufgeregten Befehle, die er aus Moskau erhält, klingen für Gordievsky so, als stehe ein Atomkrieg unmittelbar bevor. Der britische Geheimdienst hatte mit Oleg Gordievsky eine erstklassige Quelle. Er war der zweite Mann des KGB in London. Von ihm haben wir zuerst von dem Alarm erfahren. CIA und Weißes Haus sind jetzt ihrerseits in höchstem Maße alarmiert. Denn auch aus der DDR kommen brisante Nachrichten. Britische und amerikanische Offiziere dürfen sich dort frei bewegen. Ein Recht der alliierten Siegermächte des Zweiten Weltkriegs. Die Beobachter der sogenannten Militärmission registrieren aufmerksam sowjetische Truppenbewegungen in der DDR. Als Geheimdienstmann war mir die Sache sofort klar. Unsere Beobachter hatten gemeldet, ein sowjetisches Fliegerregiment mit Atomwaffen kurzer Reichweite sei in Alarmbereitschaft versetzt worden. Die Hangars der sowjetischen Atombomber sind leer. During the night of 8-9 November. In der Nacht auf den 8. November 1983 sind die sowjetischen Jagdbomber mit Kernwaffen bestückt in volle Gefechtsbereitschaft versetzt worden. Das heißt, die Piloten saßen im Cockpit, die Triebwerke liefen und die Atombomben waren scharf. Die Ziele der sowjetischen Atombomber sind bundesdeutsche Großstädte und die Raketenstellungen der US-Streitkräfte. Weniger als 5 Minuten trennen jetzt die Bundesrepublik von einem nuklearen Angriff. Die Bevölkerung in Ost und West hat keine Ahnung, wie bedroht sie ist im heißen Herbst des Jahres 1983. Ob daraus ein militärischer Konflikt hätte entstehen können? Aber selbstverständlich. Deshalb waren wir ja so besorgt. Die US-Regierung handelt sofort. Präsident Ronald Reagan bricht seine Teilnahme an Able Archer ab und zeigt sich demonstrativ friedlich im Fernsehen. Die Top-Leute der obersten Führungsebene der USA und der NATO wurden sofort zurückgezogen. Die Übung wurde stark eingeschränkt. Das Weiße Haus hatte spät, aber gerade noch rechtzeitig erkannt, dass Able Archer unter Einbeziehung der Regierungschefs von den Sowjets als Provokation verstanden wurde. Oder, noch schlimmer, als der Countdown zu einem Überraschungsangriff. Robert McFarlane, der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, sorgt dafür, dass Reagan auf seine Ranch fliegt und dass US-Sender ihn dort filmen. So sieht keiner aus, der den Dritten Weltkrieg auslösen will. Friedensgrüße nach Moskau. Ich war sehr von der damaligen Aussage des Präsidenten beeindruckt. Diese Phase der Kriegsängste habe ihn an die biblische Prophezeiung von Armageddon erinnert. Reagan hat danach intensiv über die Gefahren eines Atomkrieges nachgedacht. Wenige Wochen nach Able Archer bietet Ronald Reagan Abrüstungsverhandlungen an und leitet eine neue Phase der Entspannung ein. 1985 übernimmt dann Michail Gorbatschow die Macht im Kreml und weckt Hoffnungen, von denen einige bis heute andauern. Wir können heute ohne Nuklearwaffen leben. In Zentraleuropa können wir ohne Nuklearwaffen leben. 6 Jahre nach Able Archer und der Heldentat des sowjetischen Obersts Petrov fällt die Mauer. Der vielleicht heißeste Moment des Kalten Krieges hat entscheidend dazu beigetragen, die Zeit der nuklearen Gefahr zu beenden.